Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Diablo 1. In der letzten Folge sind wir ja direkt wieder vor dem Leveleingang stehen geblieben. Jetzt geht's runter zur Ebene 6. So. Ich hatte ja am Anfang gesagt gehabt, also am Anfang meines Let's Plays gesagt gehabt, dass ich das ja schon mal gespielt hatte. Vor knapp 20 Jahren. Also an manche Sachen konnte ich mich noch erinnern. Aber an vieles nicht mehr. Und ich bin mir nicht sicher, bis wohin ich gekommen bin. Ich glaube, hier irgendwo fing es dann schon an mit dem Hängen. Komm, bleib stehen. So. 1, 2 und da war ja Nummer 3. Jetzt bleib stehen. Das ist echt ganz schön nervig. Schriftrolle. Noch eine Schriftrolle. Also die mit Facing, die können wir nicht gebrauchen, aber die mit der Identifikation, klar. Das geht immer. Oh, das ist natürlich. Glück gehabt. Also der Krieger hält zwar viel mehr aus, auch was kritische Treffer und sowas oder harte Schläge betrifft. Aber wenn es um Fernkämpfer geht, also da hat er echt die Arschkarte so langsam wie er ist. Jetzt weiß ich auch, warum früher immer gesagt wurde, man soll mit Rogue anfangen. Sie sei der einsteigerfreundlichste Charakter. Aber naja. Wir werden ja nicht die Ersten, die mit einem Krieger Diablo 1 spielen. So. Oh Gott, das sind aber ganz schön viele. Den gerade auch einen Feuerball angegriffen. Die heißen Feuerclan, also ich glaube, das war nicht so intelligent. Okay.
dass die Blitzdinger, die ich gemeint habe damals. Die haben einen 486er in die Kugel gezogen. Gott sei Dank alle erwischt. Hier war doch hier. Ach da. So, ich müsste kurz mal sortieren, was ich hier alles noch habe. Sagen wir speichern, solange noch alles okay ist. Also die Ebene besteht fast nur aus Bogenschützen. Ärgerlich. Endlich mal Nahkämpfer. So viel Erfolg. Ich hab die Tür offen. Oder hat er sie offen? Da in der Ecke ist er. Hab den gar nicht gesehen. Na, hör auf wegzulaufen. Oh, Gott sei Dank ein Level ab. Noch schon lang keine Quest mehr, also ja, wie komme ich denn da rein? Da ist die Chamber of Bones. Doch vielleicht eine Quest, die ich noch erst annehmen muss. Hm. Ich hasse das. Thank you.
keine Ahnung, was der Schrein gemacht hat. Beyond the Hall of Heroes lies the Chamber of Bone. Eternal death awaits any who would seek to steal the treasures secured within this room. So speaks the Lord of Terror, and so it is written. Lord of Terror war Diablo. Chamber of Bones. Ja, war Diablo, war Lord of Terror. Lord of Destruction ist Baal. Und oh Gott, was war Mephisto? Das weiß ich leider nicht mehr. Herr der Lügen war ja Belial. Too much baggage. Ah, jetzt haben wir einmal bekommen, na, wie heißt das? Mana-Schild. Vom Schrein ein Mana-Schild. Auch nicht schlecht. Und wir haben zumindest schon mal den Eingang zur Ebene 7 gefunden. So, hier ist Chamber of Bones. Ich würde aber sagen, wir schauen erstmal hier. Schauen wir an. Jetzt. So, wir schauen erstmal alles uns an und klären die ganze Ebene. Und dann können wir da immer noch rein. Das ist ja eh dort, wo sich der Eingang zur Ebene 7 befindet. Sonst nichts. Wir kommen gut voran, das gefällt mir. Ich hatte befürchtet gehabt, dass es so ein bisschen zäh wird. Aber bis jetzt macht es mir halt recht Spaß. Ich dachte halt, ja, mit neuen Rollenspielen ist das halt nicht zu vergleichen. Und ob mir nicht vielleicht die ganzen Komfortfunktionen fehlen werden. Aber bis jetzt? Klar, die Geschichte ist so ein bisschen zerrüttet, dass man sie jetzt nicht in Gänze so mitbekommt. Die muss man sich so zusammensuchen, so ähnlich wie in den Soulspawn-Spielen. Aber sonst? Ja. Ich hoffe natürlich, euch gefällt es auch. Zumindest. Natürlich jetzt auch hier. Viele haben zwar Diablo 2 oder 3 gespielt, aber im Vorgänger kaum einer. Too much baggage. Was war das jetzt? Das war ein Säbel. Das
fertig tut. Packen wir mal die Axt weg. Ach, wir haben die Kuh. Ah, unser Mana-Schild ist weg. Schade. Wow, what can I do for you? Hello, my friend. Stay a while and listen. Aber weiter, ne? Wow, what can I do for you? Wow, what can I do for you? So. Wäre auch geschafft. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, wir können es auch noch heilen lassen. What ails you, my friend? Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Stürzen wir uns wieder ins Getümmel. Boah, der mich erschreckt. Dann gehen wir mal zur Chamber of Bones. Da bin ich echt mal gespannt, was das ist. Das sagt mir überhaupt nichts. Aber das ist wie mit dieser Wasserversorgung, die wir bereinigen sollten. Kannte ich auch nicht. Ich wusste noch das mit dem Butcher und dem Felsen. Das waren die beiden. Ich wusste noch nicht mal, was so ein Item gibt bei dieser Felsen-Quest, aber ja, was Schönes dabei rauskommt. Vielleicht kommt ja auch immer wieder was anderes raus, das weiß ich ja nicht. So, dann speichern wir einmal und dann geht's runter mal. Oder hoch? Hoch. Okay. Irgendwie habe ich mir was anderes unter Chamber of Bones. Klang für mich so nach einer Ebene aus Skeletten und Knochen und das sieht ja genauso aus wie das Level davor.
Okay, was ist das? Gefällt mir nicht. Oh, war doch schwächer, wie gesagt. Okay. So habe ich es mir vorgestellt, genau so. So. Ach, hier ist jetzt eine Tür aufgekommen. Okay. Ist verschlossen, ich mach die mit den Hebeln auf. Jetzt verstehe ich. Ist da eben ein Geheimgang aufgegangen? Das war so nur Zufall? Nein. Drüben ist auch wieder so ein Geheimgang aufgegangen. Krass, okay. Ich check's nicht. Sind wir vorbeigelaufen? Ja. Bin ich. So. Dahinter ist. In der Chamber of Bone. Oh, ganz viele Skelette. Einfach hauen. Da hauen sie alle kaputt. I can't carry anymore. Was sind denn da? Okay, das Ding heißt ja auch Chamber of Bones. I gotta pawn some of this stuff. Oh, doch nicht. War der ganze Raum voll mit Gegnern? So viele wie wir platt gemacht haben? So groß ist doch gar nicht der Raum. Krass, okay. Dann würde ich mal kurz sagen. Town Park. Kurz Items abfahren. Damit ich in Ruhe alles Loot einsammeln kann. Dann gibt es so einen Hickhack mit dem Hin und Her. So. Ich hole noch eine Townportal, damit wir auch wieder zurückkommen. Ich habe jetzt keine Lust, eine Ebene hochzulaufen. Mit
lass hier irgendwo noch eine Taumkarte rumliegen. Da. What ails you, my friend? Perfekt. Hier noch irgendwo ein Eingang hier. Was ist hier los? Was ist das für eine Chamber? Hier wimmelt es irgendwo. Einfach den Zauber. Da, den haben wir erlernt. Ich dachte gerade, wir müssen Drachen noch fertig machen. Mann, ey. Ich dachte, oh Gott, ey. Ich hoffe, die sind nicht schwer. So. Nicht mal so schlecht. Wir haben fast wieder ein Level up bekommen. Level 14 sind wir und dann sind wir Level 15. Level Cap ist glaube ich 50. So viel ich weiß. So, jetzt können wir mal alles einsammeln. I gotta pawn some of this too much baggage. Und dann mal alles verkaufen. Was unwichtig ist. Hello, my friend. Stay a while and listen. Unser hat 5. So, den Stab können wir bei Griswold auch nicht verkaufen. Der muss auch hier hin. Ich habe eben irgendwas aufgehoben, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Well, what can I do for you? Und auf geht's. Den Rest Loot hier holen. Aber eine schöne Ausbeute. Hello, my friend. Stay a while and listen. So. Acht Resist All und 2 auf Attribute. Der hat aber Resist
Magic 23. Weg damit. Wow, what can I do for you? Gucken wir noch bei den Premium-Items, was er so hat. Cap of the Wolf. Armor 3. Was hat unser Armor 5, ne? 4. Perfekt. Und noch heilen. What ails you, my friend? Town Portal wäre nicht schlecht. Sagen, machen wir hier eine kurze Pause und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem nächsten Dungeon und dann haben wir auch unser neuestes Level up. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss.